Hallo ihr Lieben, hier gibt's wieder ein neues Bastelvideo von Simple Life Stories. Mein Name ist Monia und heute möchte ich mit euch einen Traumfänger basteln. Ja, das soll so ein kleiner Charm werden hier, der so an den Pfeilo drangehangen wird. Und kann natürlich auch als Lesezeichen dienen. Also wir schauen mal. Dafür habe ich einen Pfeifenputzer, ein paar Federn. Die dürfen nicht zu groß sein. Das soll ja noch irgendwie aussehen. Eine Nadel, damit ich gleich das Band hier drum wickeln kann. Und ein paar Perlen. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt, ob die Perlen oder hier, das kann auch ein einfacher Draht sein. Also da seid ihr sehr flexibel, was ihr da nehmen könnt. Ich guck mal, dass ich das Ganze nicht so groß werden lasse. Also viel mehr als so sollte es eigentlich schon nicht sein, weil da hängt ja auch noch eine Menge dran. Deswegen werde ich da mal Schluss machen. Ich schneide nur ein bisschen mehr ab, einfach damit ich das ein bisschen besser hier drum drehen kann, damit das auch hält. Und das mache ich jetzt mal als erstes. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch einfach Draht nehmen, das ist ganz egal. Und im nächsten Schritt ein bisschen die Enden verstecken. Mal, ich will das haben. Fehle ich hier den Faden durch die Nadel. Mach erstmal gehörige Stücke her. Ich glaube, ich kann besser nochmal neu ansetzen, als jetzt das Ganze so fürchterlich lang werden zu lassen. Schlicht und einfach, weil sich das dann besser durchziehen lässt. Ich kann das auch doppelt nehmen. Dann geht es natürlich ein bisschen schneller. Wenn ich jetzt auch mal mache. So, einigermaßen gleich lang und dann geht es auch schon los. Also erstmal ziehe ich das hier so rein. Und dann wird das Ganze immer wieder hier drum gemacht und umschlungen. Je näher ihr das jetzt macht, desto schöner wird es hinterher. Daher lasst euch jetzt ruhig Zeit, dass man hier wirklich das ganz eng macht und schön festzieht immer. So, wie ihr hier sehen könnt, ich habe mich entschieden, den ganzen Reifen etwas anders zu umranden. Und zwar geht das sehr einfach. Man geht einfach hier drum und dann zieht ihr nicht zu, sondern geht nochmal mit der Nadel hier durch. Und dann habt ihr so einen schönen Abschluss und das wollte ich hier genau erreichen. Und ja, deswegen zeige ich euch das nochmal hier im letzten Stich sozusagen. Und ja, jetzt bin ich fertig. Ich werde das hier erstmal so ein bisschen baumeln lassen. Einfach, weil ich das gleich wahrscheinlich noch brauchen werde, wenn ich hier was dran machen möchte. Und jetzt zunächst geht es erstmal darum, hier das Netz zu ziehen. Dazu nehme ich mir einfach wieder ein neues Stückchen Faden. Und diesmal brauche ich den noch nicht doppelt nehmen, deswegen mache ich den nicht ganz so lang. Und es soll jetzt darum gehen, hier immer Spinnen zu ziehen sozusagen und das dann immer kleiner zu machen. Also erst einmal mache ich jetzt die äußeren, also ich gehe einmal so, dann so, so, dass ich erstmal so ein Netz hier bekomme. So stecht ihr hier einmal am Rand rein und näht das einmal um, damit das sich wieder rausrutschen kann. So. Am besten ist wirklich, ihr macht in jedem hier so einen kleinen Knoten. Das heißt, ihr stecht einfach nochmal ein, schlicht und einfach, damit es besser hält.
So, jetzt bin ich mit meinem Netz fertig und habe hier schon mal ein paar Bänder, die hier runterhängen. Das ist auch gut so. Das kleine kann ich hier abschneiden, wenn die alle gut vernäht sind. Also vorsichtig schön vernähen, damit das nicht wieder aufgeht. Und dann können wir auch schon anfangen, den Traumfänger zu dekorieren. Und ich denke, ich werde dazu einfach mal eine Perle da reinmachen und dann so ein langes Perlenteil und ja. Und dann mal schauen, wie das aussieht. Ich habe da noch nicht so den Plan. Ich weiß auch nicht, was jetzt hier mit dem, ja, wahrscheinlich besser mit der Nadel, wenn die denn da durchpasst. Also ich stecke die jetzt bis fast ganz durch und packe dann hier das Stückchen Faden rein. Und ziehe es dann durch. So. Ja, und jetzt kann ich noch weiter Perlen anbauen, bis ich hier was dran habe. Und dann mache ich hier unten eine Feder dran. Ja, mein Traumfänger ist fertig. Ich habe hier oben noch so ein Band dran gebunden, wie ihr seht. Und zwar habe ich das genauso lang gemacht, quasi doppelt wie mein Planer, aber ziemlich knapp bemessen, wie ihr sehen könnt, damit ich es eben genau so reinmachen kann. Ja, und jetzt habe ich ein schönes Lesezeichen für meinen Planer. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und ich würde mich freuen, wenn ich eure Traumfänger mal sehen könnte. Also einfach hier unten kommentieren, verlinkt uns und bis zum nächsten Video. Tschüss!